Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier am Bodensee. Ja, und wir sind gerade bei der Einfahrt nach Friedrichshafen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollen wir die neue Strecke, die wir in der letzten Folge gebaut haben, von Friedrichshafen nach Scheidegg in Betrieb nehmen, noch ein bisschen Schönheitskorrekturen vornehmen und mal schauen, welche Baureihen und welche Waggons wir dort starten lassen. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch dieses Projekt gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Das ist alles kostenlos und ihr verpasst in Zukunft keine weitere Folge mehr. Würde mich natürlich sehr freuen. Ja, steigen wir mal aus. Für alle, die in der letzten Folge nicht dabei waren, jetzt hängt es erstmal wieder. Zack. Das ist die Strecke, die Orangen hier. Einmal, nicht die orangene, Quatsch, wo haben wir es denn? Quatsch, wir haben die Strecke noch gar nicht gesetzt. So war das ja. Genau, die führt hier einmal hoch. Können wir das auch wieder ausmachen. So ist das, wenn man verpeilt ist. Wir fahren hier quasi nach Friedrichshafen rein. Hier vorne. Hier fahren wir mit rein. Hier, und dann fahren wir hier quasi auf das rechte Gleis, weil die Schnellfahrstrecke, die Expresslinie, die geht ja hier auf das linke, und wir fahren dann hier in das rechte rein und fahren dann hier parallel. Da kommt, das muss man natürlich einmal schauen hier. Ach, die 103er mit den TE-Waggons, sehr schön. Wunderbar. Genau, geht dann hier einmal parallel mit in den 6er-Tunnel und zweigt dann hier vorne ab. Geht dann hier auf die Brücke. Nun müssen wir auch noch ein bisschen das Feld wegnehmen. Geht dann hier einmal hoch. Hält hier einmal in Weißhensberg. Fährt dann hier rüber nach Sigmarszell. Und hier wollen wir eine Busverbindung von Wildberg hier rüber machen. Und fährt dann hier einmal in der Schlaufe nach oben und hält dann hier in Scheidegg. Ja, jemand hat da auch geschrieben, ja, da fängt die Folge an mit, wir bauen heute eine kleine Nebenbahn nach Scheidegg und dann zimmert er da eine zweigleisige elektrifizierte Hauptstrecke hin. Ja, das stimmt natürlich, aber ja, ich glaube, dass das Passagieraufkommen halt so hoch sein wird, dass es halt nicht anders geht, ne? Leider. Aber wir installieren jetzt einfach mal erstmal die Linie. Wir fahren hier in Scheidegg los, fahren dann einmal hier runter nach Sigmarszell, einmal hier rüber, dann halten wir hier an in Weißhensberg und dann geht es auch schon runter nach Friedrichshafen. Wir fahren dann hier lang und dann einmal zack, und ja, das klappt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann auf dem Rückweg fahren wir natürlich wieder die Bahnhöfe an. Ist auch gerne so ein Fehler, der mir öfter mal passiert, dass ich auf dem Rückweg die Bahnhöfe nicht wieder mit drin habe. Und dann haben wir natürlich den Salat. Dann fahren die auf dem Rückweg natürlich durch. So, ein Signal noch mit rein. Und dann sollte das klappen. Perfekt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich die Bahnhöfe hier gebaut habe. Schauen wir nochmal schnell. Das waren ja die Curved Stations. Das sind 240 Meter, ja, das reicht auch. Das ist vollkommen ausreichend. Hier haben wir auch schon wieder Stau. Ja, ich hatte auch einen Kommentar, wenn du natürlich diese ganzen Nebenstraßen hier abreißt, damit du nicht so viele Bahnübergänge hast, dann werden sich die Hauptstraßen natürlich füllen. Jep, das stimmt natürlich, aber ich habe jetzt auch vor, ich denke mal, dass wir in der nächsten Folge damit anfangen, zumindest hier bei diesen großen Städtchen hier, dass wir hier hinten anfangen. Na, so, einmal nach hier hinten. Ja, das ist nur beim ersten Überflug, dass das so ruckelt. Ne? Lädt dann quasi alles rein in den Speicher und dann ruckelt das auch nicht mehr. So, genau. Dass wir hier hinten irgendwie anfangen und hier eine Autobahn bauen, die hier einmal durchgeht. Mal vielleicht hier einmal hier durch.
dass sich das hier nicht mehr alles so stapelt quasi. Ist natürlich die Frage, wie gut dann die Sims die Autobahn auch benutzen werden. So, einmal ein Depot. Ich habe auch oft die Frage wegen der Oberleitung, wo ich die her habe. Die habe ich damals, das ist die Schienenfabrik. Die gibt es leider im Steam Workshop so nicht mehr. Die kann ich euch auch nicht einfach weitergeben. Das ist zwar schade, aber lässt sich leider nicht ändern. So, wir nehmen hier den Knallfrosch, der wurde sich öfters gewünscht. Haben wir leider noch nicht in Ozean Blau-Beige. Grün oder Blau? Nehmen wir die 141er. Wenn wir hier schon die Baureihe 141 haben, dann nehmen wir die natürlich auch. Und dann hängen wir hinten ganz klassisch Silberlinge dran. Aber diesmal nehmen wir auch Silberlinge. Und wir haben, glaube ich, jeppa, wir haben schon den Steuerwagen. Das passt doch super. So, haben wir auch erste Klasse. Ne, da können wir nur den nehmen. Einmal. Und dann hier. Passen auch schön viele rein. 5 und hinten den Steuerwagen. 6. 131. Denke, das ist ganz okay. So, Linie 1. Unser erster Knallfrosch. Regionalbahn. Friedrichshafen. Scheideck. Schön. Gefällt mir. Auch da kam die Frage auf, wo ich die Lokomotiven her habe. Das ist das Legacy-Paket aus der Mod-Werkstatt. Und die gibt es in der Mod-Werkstatt. So, jetzt spulen wir mal eben vor. Ja, es ist schon, er braucht eine Zeit, bis er sich einpendelt, wenn man die Geschwindigkeit ändert. Das ist ganz klar. Jetzt machen wir das Ganze aber mal umgekehrt mit Steuerwagen nach vorne. Zweite Klasse und dann brauchen wir so und dann nehmen wir genau zack und da kommt er zurück. Ich kann mich echt noch an Transportfieberzeiten erinnern, wo die Züge nicht wendezugfähig waren. Jetzt fährt ja der Steuerwagen voraus und dann ist der Zug einfach einmal umgeschwappt. Ihr kennt das ja. Schön. Eine Linie mehr. Setzen wir die Fahrzeuge noch eben alle drauf. Ich denke, machen wir erstmal 3 oder vielleicht 4 oder 3 reichen erstmal, glaube ich. Und dann schauen wir mal, wie das anläuft. Und dann können wir ja immer noch nachrüsten. Dauert natürlich seine Zeit. Aber wem erzähle ich das? Ihr kennt das ja eh alle. Wenn ihr selber Transport überspielt. Schön die Brückenüberfahrt hier. Ich bin mal gespannt, wie lange die Karte durchhält. Also, jetzt sind wir ja fast bei Folge 40. Und noch ist es angenehm. Noch geht das vollkommen klar, was die Performance angeht. Also, ich finde, es ist noch auf jeden Fall spielbar.
So, wartet jemand in Weißensberg? Muss natürlich auch noch den ÖPNV einrichten. Tatsächlich. Zwei verlorene Seelen möchten mit unserem Zug fahren. Na, er kommt gar nicht zurück hier. Wo bleibt er denn? Da kommt er. Einige haben auch berichtet, dass bei ihnen tatsächlich noch Oberleitungsmasten, wenn sie neue Weichen bauen, im Gleis stehen. Besonders wenn man langgezogene Weichen baut. Das testen wir gleich mal. Hier unten links müssten wir vielleicht auch eine Brücke hinbauen. Weil ich glaube kaum, dass da oft Durchfahrt ist, was den Bahnübergang angeht. Na, da kommt schon der nächste Zug auf der pinken Linie. Und schon gehen die Schranken wieder zu. So. Einen nehmen wir noch. Können wir ein bisschen gemischt machen. Der hat 19. Genau. Nehmen wir hier erste, zweite Klasse diesmal in der Farbe. Die schaffen 140, okay. Okay. Und auf geht's. Schauen wir mal, wie die Lage hier hinten ist. Ja, hier in Weißensberg. Die möchten alle nach Friedrichshafen. Hier möchte keiner irgendwo hin. In Scheidegg oben. Boah, das sieht auch gut aus. Bauen wir uns mal eben den ÖPNV. Ja, das passt sogar. Können wir hier runter, hier hinten wieder hoch. Das ist sogar okay. So. Einmal hier Bushaltestelle. Und einmal hier, das reicht ja. Sollte. Genau. Kleine, aber feine Buslinie. Ja, können wir auch so fahren. Das ist okay. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Das hier ist natürlich jetzt nicht mit drin. Sieht ein bisschen seltsam aus. Okay, lassen wir so. Ne, nicht die Haltestelle, die Linie. Bus Scheidegg. Ein kleines Depot. Kennt man ja alles. Setzen wir hier hin. Und dann. Ich denke, zwei Busse tun es da erstmal. Okay, der ist wieder auf dem Rückweg. Mal gleich 38 mit drin. So. Sigmas Zellen. Ja, kein Wunder, dass hier keiner wartet. Wieder grandios gelöst hier. Kann ja auch gar keiner warten. So, schon besser. Oh Mann. Lang. Die müssen wir einmal wegnehmen, leider. Sieht ein bisschen blöd aus. Und einmal hier.
Perfekt. Dann wollte ich ja noch von hier drüben den Bus. Der könnte ja eigentlich hier lang fahren. Der fährt hier lang, genau. Einmal da rein. Besser wäre es natürlich auf die andere Seite noch ein. Ah, nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, genau. Nee. Stimmt, das ist ja gar nicht. Modular. Warten auf freie Wege? Ach, ich weiß warum. Der Bahnhof hier ist zu kurz. Verdammt. Da sind die Züge zu lang für die Weiche. Das muss man natürlich kurz ändern. Wieder mega Fail. Ist das die? Ja. Mal den Bahnhof ein Stück länger machen. Mega Fail. Aber was für einer. Das darf natürlich nicht passieren. Müssen wir hier alles wegnehmen, damit der Radius dann wieder stimmt. Ja. Kurz vom Bahnhof muss es nicht schneller sein. Einmal schütten. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist. Oder besser gesagt, gut, dass wir gerade da unterwegs waren. Das wäre natürlich wieder lustig geworden. So. Jetzt müssen wir den hier nur einmal drehen. Oder was ich viel lieber machen würde. Wo war denn das jetzt? Hier steht keiner. Hier. Ja, Mist. Den drehen wir dann in die andere Richtung. Der fährt einmal zurück. Sonst haben wir die ja alle gestaut hier. So, du fährst einmal zurück. Bitte. Ich glaube, das klappt jetzt, dass er die Weiche nimmt. Und die anderen beiden schicken wir in die andere Richtung. Perfekt. Der versteht das. Bitte einmal in die andere Richtung und du wartest kurz, bitte. Mist. Mega Fail. So, die nehmen wir wieder weg. Nicht, dass sie da irgendwas machen, was ich nicht möchte. Plus. Was hat er hier? Ah, der macht Minus. Der kommt gerade an und hat keine Passagiere dabei. Traurig. So, der ist hier und wenn er oben angekommen ist, dann schauen wir mal, ob das hier klappt. Nebenbei so ein bisschen Glättungsarbeiten. Hey, müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier unten unsichtbare Gleise oder so hinlegen. Das sieht ja furchtbar aus. Jetzt dürfte das auch klappen von der Länge. Genau.
losfahren. Ja, die sind. Aber ich hatte nur 5 Passagiere mitgenommen. Das ist ja lustig. Ach, die wollen nach Will. Okay. Ist die Frage, ob wir hier die da noch rüber kutschieren, ob sich das lohnt. Aber ich denke, bauen wir hier auf die andere Seite noch eine. Und dann kann der ja ganz normal die Bushaltestellen anfahren, die es hier schon gibt. Die 2. Na gut, dann müssen wir nur einmal in die Richtung. Genau, der kommt hier rein und dann kann er auf dem Rückweg nochmal hier halten. Genau. Fährt quasi von hier. Genau, kommt hier rein. Ne, Quatsch. Kommt hier rein, fährt hier lang, hält hier an und fährt dann wieder zurück. Genau. So ist der Plan. Perfekt. Bus Wildberg. Und dann noch Weißensberg. Ah, schon etwas größeres Städtchen. Ein bisschen größer. Können wir mal eine Verbindung bauen. Quasi hier oben drüber. Zack. Hier runter noch. Dann nehme ich gleich 4, weil das Städtchen ist schon ziemlich groß. Wir warten auch schon enorm viele. Ja, 412, aber die hier hinten sind viel kleiner. Wildberg hat 223, 313 und Scheidegg 259. Okay, 24, also enorm Minus. Unschön. Und noch so ein paar Schönheitskorrekturen hier. Hier hatte ich ja alles weggenommen. An Feldern, aber hier können wir natürlich noch mal gucken, dass wir alles so ein bisschen gleichmäßig machen. Mal schauen, wie sich das Ganze anläuft. So, was wir noch probieren wollten, ist ja eine lange Weiche zu bauen. Machen wir mal so einen Test hier.
drei Gleise. Und dann führen wir das hier einmal. Das geht gar nicht. Hä? Warum geht das nicht? So, die ist jetzt so lang wie möglich. Und ich sehe keine Oberleitungsmasten in der Weiche. Nehmen wir das noch mal kurz raus und machen das mal eingleisige Weiche. So. Warum macht er das nicht? So, eine ganz lange Weiche. So, schauen wir noch mal. Nö, also kann ich jetzt nicht so bestätigen, dass das weiterhin in der Weiche steht. Ich wollte aber noch was gucken. Linien, Ertrag. Oh je, ich ahne Böses. Ja, die machen immer noch Minus. Und unser Rheingold hier, so leid es mir tut, da können wir auf jeden Fall mal bearbeiten. Ändern. Da können wir hier auf jeden Fall mal ein paar Waggönschen wegnehmen, weil das bringt ja nichts. Das macht so viel Minus. Und unser Konstanz-Friedrichshafen-Express hier ist immer noch nicht das, was ich mir vorstelle. Naja, okay. Schauen wir mal, wie die Linie anläuft. Wo haben wir denn die Fahrzeuge? Da kommt einer zurück. Boah, halb voll. Aber der wird ja hier auch nochmal 79 einpacken. Dann sollte das ja passen. Wir steigen erstmal ein paar aus und dann macht er voll. Okay. Dann würde ich sagen, mit der Ausfahrt des Zuges bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche und ja, bleibt gesund. Euer Train Gamer. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.